Wir sind bei meiner Mama angemundelt. Nächster Wetterbericht, Alicante TV. Ja, gut. Tom, danke. Vielen Dank. Wir warten auf mehr Wetter. Danke. Flieger, du hast eine Wetteranekdote. Nein, ich habe keine Wetteranekdote, sondern ich habe eine wahre Begebenheit. Nachdem wir ja diese Woche einen neuen President-elect haben, wollte ich kurz erzählen, was bei der letzten Amtsübergabe von der Clinton-Administration zur Bush-Administration passiert ist. In Amerika wird ja komplett das gesamte Regierungspersonal, über 1000 Leute, ausgewechselt. Und als George W. Bush ins Weiße Haus kam und das Weiße Haus übernommen hat, hatten alle Mitarbeiter des Weißen Hauses alles fein säuberlich aufgeräumt. Allerdings hatten sie auch auf sämtlichen Computertastaturen im Weißen Haus die Taste W entfernt. Sodass also nichts, was mit George W. Bush zu tun hatte, auf Computer geschrieben werden konnte. Da müssen wir absinken lassen. Ihr seid ja auch nicht so intelligent als Internet-Fernsehzuschauer, dass... Ja, ich. Kannst du kurz, Tom, kannst du kurz, du hast ja so ein neues Gerät, kannst du kurz in Töne fassen, was wir rausgefunden haben, was in den, also wir können das jetzt hörbar machen, was in den Köpfen unserer Zuschauer von Alicante TV so vorgehen. Schalte ich mal kurz per Laptop in das Programm ein und lass uns hören, ja, wir hören schon was. Danke. Das ist also ungefähr der Sound, wenn man ihn hörbar macht, was Menschen denken, während sie Alicante TV schauen. Damit sind wir schon fast am Ende. Ich möchte Ihnen kurz noch mein T-Shirt zeigen. Das, ich habe heute kein anderes gefunden. Das finde ich wunderbar. Das ist vor allem für die Damen gemacht. Was weiter auseinander. So, also jetzt. Können Sie es lesen? Ich finde es wunderbar. Vor allem, wenn man vergisst, ich habe gestern ein T-Shirt angehabt, da war groß drauf gestanden, Aria. Und man vergisst dann, wenn man mit jemandem spricht, oder Drecksau, habe ich auch so ein T-Shirt, man vergisst dann, dass man das anhat. Man vergisst ja auch, wenn man sich die Haare zum Beispiel hat blutieren lassen und andere Leute schauen einen komisch an. Unser Kameramann hat dieses Problem. Das macht ja nichts, macht ja nichts. Was für ein Einspieler? Achso, ja, mal kurz mal Inside-Informationen. Wir machen ja auch Werbung und da lassen wir uns das schon was kosten. Was ist los? Okay, was haben wir heute? Also, es ist ein Band, a Rockband. Hate Love. They play Rock Music. Deutsch! Es ist ein Band, ein Rockband. Sie spielen Rock und es heißt Hassliebe. Mit deutschen Texten, manchmal bayerisch. Das war der falsche Beitrag. Das ist ganz peinlich, ja. Das jetzt, das, wir haben so einen schönen Beitrag gehabt und natürlich... muss ich mir da jetzt, das war natürlich gar nicht so gemeint, vor allem, weil die ja saumäßig Geld bezahlen. Nee, das war nur so, das hat er wahrscheinlich zusammengeschnitten aus verschiedenen Samples, ich weiß es nicht. Also, zuerst einmal möchte ich mich bedanken, dass ihr gekommen seid, Hassliebe, ich wünsche euch viel Erfolg, dass es weiterhin so bleibt, in der im Substanz jetzt wann? Am 13.11. Am 13. November passiert's. Da sind die aber nicht akustisch, sondern oder elektrisch. Richtig elektrisch und da geht es voll zur Sache. 20 Uhr. 20 Uhr im Substanz am 13.11. Und jetzt hören wir noch irgendwie einen Ausschmeißer. Sag gern was dazu, sag mir, was wir hören. Das Lied heißt Zusammenhalten. Ja, Zusammenhalten. Zusammenhalt. Zusammenhalten. Also, so weit kommt es noch, gell? Dass wir in der kapitalistischen Gesellschaft zusammenhalten. Naja, aber... Ich sage immer wieder eines über Bands mit so einem Gedankengut. Wundert euch nicht, wenn der Weltfriede irgendwann einmal ausbricht. Gell? Dann kommt's nicht zum Jammern. Das ist nämlich kein Zuckerschlecken. Thank you, Freddie Strong. Obama, du machst jetzt einmal deinen Job und wir schauen dir genau auf die Finger.
Und jetzt nochmal Hassliebe mit Zusammenhalten. Wie immer werde ich mich am Schluss dieses Songs zum Fade-Out bedanken und so tun, wie wenn ich mich wahnsinnig freue, dass Sie da waren, dass alle da waren. Aber ich freue mich natürlich am meisten, dass ich da war. Meine Frau würde sich eher freuen, wenn ich mal kommen würde. Aber das ist eine andere Geschichte. Bis zum nächsten Donnerstag. Am nächsten Donnerstag haben wir nämlich hier Show, weil ich am Freitag im Weißen Haus bin und meine ersten Direktiven geben muss. Das ist eine andere Geschichte. So, Hassliebe mit Zusammenhalt. Ich weiß, es wird nicht einfach. Ich weiß, es wird ganz schwer. Der Glaube versetzt auf Berge, wo ein Wille ist, auch